Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Schwert Center Band Challenge. Im letzten Part ist Folgendes geschehen und zwar haben wir komplett den nächsten Teil der Naturzone erkundet, denn wir waren ja in Engine City endlich fertig geworden mit dem Arena-Kampf und haben jetzt endlich danach auch Claw City erreicht, die Stadt mit dem nächsten Orden, der auf uns zukommen wird und es sieht ganz, ganz schwer nach Drachen-Arena aus. Finde ich eigentlich nicht so cool, weil ich habe noch nichts irgendwie wirklich was gegen Drachen, weder Eis noch Fee, irgendwas in der Art, noch Drache selbst. Das wird ganz schön spannend. Wir schauen dann nochmal, aber erstmal will ich hier nochmal kurz reingucken. Wir müssen nämlich uns erstmal ganz kurz aufstocken hier. So, Wahnsinn, womit hat sie nämlich auch etwas aufgebessert. Hier brauchen wir jetzt nichts mehr. Hier hole ich mir noch zwei dazu. Die sind ja mittlerweile richtig gut ausgestattet. Hier, komm, ich hole davon auch nochmal ein paar. Dann sind wir da auch gut dabei. So, komm, eine Folie hole ich nochmal. Die hatten wir ja relativ gut verschwendet beim letzten Mal. So, Schutz und Pokepuppe. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig hier. Das passt schon. Wie sieht's hier aus? Jetzt gibt es auch neue Bälle. Hier Finsterbälle vor allen Dingen. Das ist interessant. So viel mehr dabei eigentlich auch nicht. Ne? Gut. Muss trotzdem alles reichen. Gut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt großartig eigentlich was erkunden, können wir nicht weitermachen in der Story, oder? Ich weiß es nicht. Da wollen wir jetzt mal hier so ein bisschen rumgehen. Einfach mal die riesige Burg erkunden. Das scheint eine Boutique zu sein. Und ich kann hier sogar reingehen. Okay. Das ist auch die Boutique. Okay, da gibt es auch Kirlia. Ich habe es genau gesehen. So, und hier. Das ist ein Café. Tatsache, jetzt kann man hier wieder kämpfen, wenn man Bock hat. Will ich aber nicht. Und das scheint der Friseur zu sein. Okay, dann haben wir die hier an alle der Stellen. Bonita. Ansonsten können wir gerne nochmal weiterschauen. So, gibt es sogar noch einen Pokéball. Ich glaube, ich muss aufs Fahrrad setzen hier. Das geht sonst, bevor ich durch bin. Hypertränke jetzt haben wir so auch mal. Das ist auch schön. So, lass mich hier mal durch. Ich muss hier ein bisschen was erkunden. Okay. Nächster Teil, noch ein Center. Also die Stadt ist groß genug, dass hier ein bisschen mehr passiert. Und ist das die Arena hier? Kann das sein? Ne, ist die Schatzkammer. Ohne Erlaubnis kann ich die einfach nicht durchlassen. Okay. Die Schatzkammer einfach so. Ein Item für uns. Muskelband. Verstärkt physische Attacken. Das könnte interessant werden, aber ich weiß nicht, ob es jetzt schon so ist. Müssen wir mal schauen. Oh, Team Yell natürlich. Jawohl. Super. Schreit ruhig. Gut, das heißt, nach Westen geht es nicht mehr wirklich weiter. Hier ist auch nichts Neues. Das ist ein richtiger Burggraben. Das sieht sowas von hammermäßig geil aus. Das glaubt man gar nicht. Okay. Westen ist erkundet. Wir gehen direkt mal in Richtung Osten. Oder fahren, wie besagt. Und da gehen wir gleich richtig in die Burg rein. Alter Schwede. Das heißt, das Stadion wird auch drin sein. In der Burg. Wenn man so will, ein Kolosseum. Ups. Das war ja noch gegen. So, was gibt's hier? Kann ja noch hochgehen. Ach, hier scheint der Bahnhof zu sein. Ne? Sehe ich das richtig? Ja, das ist er auch. So, aber mehr auch nicht, was hier wichtig ist. So, weiter geht's. Nein, da wollte ich nicht hinfahren. Ich weiß, ich muss irgendwie umdrehen. Ach so. Besser? Ja, besser. Und hier geht's auch nicht weiter. Ja, die Fangesänge. Juhu. Gut. Einmal hier hoch. Mit dem Fahrrad, wie auch immer das geht. Aber es geht anscheinend. So, Zuckererdbeere. Gibt es Hukumil zum Tragen, Gräse voll im Kreis. Okay, interessant. Kann ich hier durchgehen? Nee, kann ich nicht. Hier ist ein riesen Pokéball. Interesting, was haben wir hier Schönes? Kann ich hier überhaupt rein? Ich weiß es nicht. Eine Schlaubrille. Ah, das Gegenteil vom Muskelband. Ich kann hier aber anscheinend nicht rein. Okay, das heißt, nicht so viel ist hier doch nicht zu erkunden. Oh, doch ein Item hier. Ein Sonderbonbon, ja. Hier irgendwas? Kann ich hier rein? Anscheinend nicht. Nur so Ziele da. Gut. Dann geht's wirklich zurück. Kein Problem. Huiuiui, Leute. Da bin ich mal gespannt. Oh, das alte Papier übersehen hier. Gut, kein Problem. Mitgenommen. So, und dann geht's hier mal weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, lieber Präsident Rosé, gestatten Sie mir Ihren Bericht zu erstatten. Meine Mission, Wunschsterne und Orden zu sammeln, schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Betis. Nur weiter so. Vergiss nicht, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident Rosé verdankst. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet, nicht wahr, lieber Präsident? Es geht hier nicht nur um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galas. Und Gala braucht nicht nur Wunschsterne, sondern Gala braucht auch starken Trainer. Ein Trainer, der den Champ an Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, lieber Präsident Rosé, einen der beiden Günstlinge der Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren.
Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena Challenge sehen. Wichtig, es gibt etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest, dann mach das mal. Ja, ich finde es an sich wirklich ein schönes Spiel, wenn das nicht nur ich oder der Rivale da irgendwie dabei sind, die Arenen alle aufzusuchen und zu besiegen, sondern dass es jetzt in diesem Spiel endlich wirklich eine Art Turnier ist, was wirklich richtig cool ist. Das gefällt mir deutlich besser. Na, Capcom, ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Mondsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann ihnen auch noch mehr anstellen, als nur Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung und der Gala-Region erzählen. Bitte folge mir. Jo, kriegen wir hin. So, einmal mit dem Fahrrad und los geht's. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie eine richtige Burg. Sehr, sehr cool. Gefällt mir gut. Jo, guten Tag. Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Okay. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Dann mach das mal. Hier ist in einem einfachen Wort erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Klarsteuerns absorbiert Energie. Diese wird dann im unterirdischen Energiewerk in Strom für die ganze Gala-Region umgewandelt. Ist ja nicht schlecht. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichen Formen. Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern Galas mit Hilfe der Energie der Wunschstände das Leben zu erleichtern. Und du? Oh, ich würde ja gerne noch ein bisschen klar weiterkommen, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst, Capco. Sie liegt in Richtung von Route 6. Jetzt darf ich da rein? Vermute ich mal, oder darf ich hier noch was tun? Ich vermute mal nicht. Aber gut, dann gehen wir wieder zurück zur Schatzkammer. Und schauen nochmal kurz vorbei. Das müsste ja auch gehen. So. Rein mit uns, los geht's. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir ohne weiteres reinkommen. Außer mit Dedon natürlich, da geht das natürlich gut. Na, Capco, wie läuft es so? Wie es aussieht, sammelst du fleißig Orden. Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hopp los ist? Als ich ihm gerade begegnet bin, ist er kreidebleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Da hat er sich einfach aus heiterem Himmel entschuldigt, ohne mir was zu sagen, für was. Ich dachte mir, du als sein Rivale weißt vielleicht Bescheid. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Jo. Einen Kampf zu verlieren tut weh. Das ist völlig normal. Aber man muss aus seinen Fehlern lernen und neue Stärke aus ihnen ziehen. Wenn Hopp das gelingt, hat er das Zeug dazu, ein richtig guter Trainer zu werden. Hoppla, ich muss ja los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rosé komme, kriege ich Ärger mit Olivia. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es lang geht. Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir, bei meinem großen Rivalen Roy vorbeizuschauen. Roy, geil. Er wird die letzte Hürde sein, die du im späteren Verlauf der Arena-Challenge überwinden musst. Ah, so heißt er dann also. Du solltest ihn vor der Schatzkammer antreffen, die sich kurz vor Route 6 befindet. Okay. Dann sagen wir mal ganz kurz Hallo. Und dann würde ich aber gerne mal endlich in die Arena gehen. Das wäre mal ganz schön. Schauen wir uns das nochmal an. So. Roy, ich komme sofort. Wo bist du denn? So, Damien. Oh, der sieht jetzt ein bisschen anders aus als vorher. Alles klar. Hey, du bist doch einer der beiden Trainer, denen Dedon eine Empfehlung geschrieben hat. Und mein Name ist... Moment, ich hab's gleich. Der Name... Moment, ich muss kurz scrollen. WhatsApp und so. Capco, genau, das war's. Dedon scheint große Potenzial an dir zu sehen. Dann hast du sicher einiges auf dem Kasten. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal 7 Orden. Tja, oh. Achso, das heißt, hier geht's gar nicht weiter. Das ist ja der Drachenarena, ne? Ich will zur Schatzkammer, okay. Ah, du bist also gar nicht wegen mir, sondern wegen der Schatzkammer hier. Gute Idee. Ein Blick in die Vergangenheit, Galas, kann nicht schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst. Mir gefällt, wie eifrig du bist. Komm mir nach. Okay, dann können wir doch noch rein. Das ist doch schön. Dann kämpfen wir also doch noch nicht. Das sind hier, ich habe noch nichts wirklich gegen Drachen. Das ist dann also auch nicht so schlimm. Hier, nimm. Das ist meine Liga-Karte. Vielen Dank. Sehr gut. Zur Schatzkammer geht es die Treppe rauf. Jo, alles klar. Gehen wir gleich. Was gibt's hier Schönes? Kann ich hier mit dem Fahrrad fahren? Nee, schade. Professor Eich wollte das nicht. Hier geht's wieder raus. Was hat die Dame hier? Bla 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 bla. Gut, und einmal hoch mit uns. Schön gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob welche Schätze wir finden, treffen werden hier. Jedenfalls geht's hier dann wieder hoch. Okay, ist da, hab ich das nicht gesehen, der TM? Oder sah es nur so aus? Doch, da war eine. Ich habe schon richtig gesehen hier. So. Charme. Okay.
Ob wir je zu dringend brauchen, das weiß ich nicht. Na gut. Bis jetzt sind die TMs wirklich nicht so stark, die es eigentlich hier im Spiel gibt. Leider, leider. So, rein mit uns. Und das dann hier natürlich. Guten Tag. Das sind hier super Schätze hier. Ah, da bist du ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesen Wandteppichen hier sind Episoden aus der Geschichte Galas abgebildet. Hier sieht man zwei Jünglinge, die einen Wunschstern betrachten. Und hier zwei, und hier bricht Unheil über das Land herein. Die beiden Jünglinge sehen verzweifelt aus. Hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild auf, die dem Unheil irgendwie Einhalt gebieten. Und dann tragen sie beiden plötzlich Kronen. Okay. Diese Wandteppiche erzählen, wie das Königreich von Gala gegründet wurde. Aber sag mal, ist dir beim Betrachten der Bilder auf den Wandteppichen etwas aufgefallen? Tja. Ja, das dachte ich auch. In diesem Teil in Engine City stand noch eine einzige Heldenstatue. Aber diese Wandteppiche erzählen eindeutig die Geschichte von zwei jungen Helden. Gab es nur einen Helden oder gab es zwei? Und was steht hinter dieser finsteren Nacht? Man weiß es nicht. Danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast mir dabei geholfen, meine Gedanken zu ordnen. Ich werde noch ein bisschen hierbleiben, um die Wandteppiche näher zu untersuchen. Hoffentlich kannst du deine erfolgreiche Serie bei der Arena Challenge fortsetzen. Meine Unterstützung ist auf jeden Fall sicher. Hier, nimm das. Danke, Wiederbeleber. Sehr gut. So. Okay, dann kann es weitergehen. Wie sieht es eigentlich mit meinem Team aus? Muss ich mal schauen. Soweit eigentlich okay. Da können wir weitermachen. Aber das mit der Arena hat sich dann wahrscheinlich erstmal erledigt. Weil wir so schnell erstmal nicht in eben diese Arena dann treten werden, wenn wir hier 7 Orden bräuchten. Das heißt, wir werden hier den allerletzten Kampf machen müssen. Tja, tja, tja. So. Jetzt bin ich hier durch. Und was sagt Roy? Na, was geht? Na, wir haben die Wandteppiche mit den Helden Galas gefallen. Heute gibt es in Gala zwar keine Helden mehr, aber Dylan kommt den ganzen als Champ vielleicht noch am nächsten. Wo wir gerade von ihm reden. Capco, wenn du wirklich vorhast, den Superstar Dylan zu schlagen, liegt noch einiges an Arbeit vor dir. Folge da als nächstes Route 6 nach Passbeck und trainiere unterwegs, was das Zeug hält. Okay. Das heißt, dann müssen wir wohl weiterreisen. Ich will mal kurz in die Karte gucken. Jetzt sind wir ja hier oben im Norden ein bisschen geworden. So, jetzt. Ah, es geht in Richtung Westen. So, dann geht es Richtung Passbeck. Und da ist auch schon die nächste Arena, wie ich sehe. Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Gegen Osten wird es auch weitergehen, aber das ist ein ganz anderer Ort. Spikeford. Und da kommen noch ganz viele weitere Routen dazu. Sir Chester. Auch mit der nächsten Arena. Okay. Ach, guck mal, von hier aus wird es auch zur nächsten Arena gehen. Nach Fair Valley. Durch den Wirrscheinwald. Da kommt noch einiges an Arbeit auf uns zu hier. Route 10 bis hin zur nächsten Station. Und die ist in Score City. Ja, und Score City ist ja riesig. Das hat ja gleich schon 2 Punkte auf der Karte. Ach du Schande. Okay. Das ist wirklich verdammt groß. Damit wir das schon mal geklärt haben. Dann werden wir uns aufmachen, wohl Richtung Westen. Dann sind wir hier wohl durch. Es sei denn, ich muss nochmal irgendwie wohl zurück, aber ich glaube nicht. Können wir eigentlich schon weitermachen, ne? Dann geht's weiter Richtung Westen. Los geht's. Okay. Ja, wie schnell sind wir in der Route? Wer weiß. Ich weiß nicht, wie schnell die geht. Haben wir vielleicht schon den nächsten Ort Passbeck dann erreicht? Oder Passbeck. Ich weiß nicht, wie es aussprechen soll. Ich weiß nicht. Hup, was ist denn hier los? Das ist ein neues Pokémon. Salanga. Was für ein süßes Salanga. Sieh nur die niedlichen, müden Äuglein an. Na, wir sind deine größten Fans, Salanga. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier fein Haier machen kannst. Okay. Was ist das für eine alte Dame? Dürfte ich hier mal eben durch? Ich bin auch ganz leise, damit euer Pokémon nicht aufwacht. Aber ja doch, bitte sehr. Okay. Das ist doch schön. Okay, da lässt sie durch. Oh, das hoppt. Hey, Kekbo, komm, lass uns zusammen nach Passbeck gehen. Tag, ihr gehört zu Team Yell, stimmt's? Wir müssen hier auch mal kurz durch. Nächste Arena, Kinder und Kinder sind bekannt dafür, dass sie immer und überall Lärm machen. Außerdem habt ihr Challenge-Spender, das heißt, ihr seid Arena-Challenger. Tja, Pech gehabt, Arena-Challenger lassen wir nicht erst richtig durch. Weckt mit eurem Getrampel am Ende noch unser armes, kleines Salanga auf. Na toll. Die nächste Etappe der Arena-Challenge ist in Passbeck. Das heißt, wir müssen hier unbedingt durch, Capco. Gut. Ach, du schreckst wohl nicht zurück. Hallo, geht's noch etwas lauter? Wollt ihr Salanga aufwecken oder was? Genau deshalb mag ich keine Kinder. Komm, scheuch mir sie weg. Tun wir es für Salanga. Was auch immer die für Motivation haben manchmal. Ist ja auch egal. Die machen nur Strutzen fertig. So. Die nächste Unlicht-Pokémon, Skunkapu ist unterwegs hier. Ah, jetzt, ich merke auch gerade, dass wir einzeln kämpfen. Normalerweise haben wir immer zu zweit gekämpft. Und jetzt ist es sogar sonnig, okay.
Ich hau einfach mal einen Doppelschlag raus. Mal gucken, was passiert. Offenlegung. Okay, ist eine Prio. Nutzt das ruhig. Macht der nicht so viel, Gott sei Dank. Hau zu. Natürlich trifft es nicht. So, geht's nochmal? Ja. Jetzt passt das auch. Das könnte ein Two-Hit sein. Nein, natürlich nicht ganz. Jetzt kommt der Biss. Okay, und der macht schon wieder deutlich mehr. Was kann ich denn überhaupt Sinnvolles machen dann? Ich kann auch nicht in Brenta gehen, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich gehe weiter in den Kampf. Komm, ich hau nochmal rein. Critte mindestens einmal. Komm schon. Natürlich nicht. Warum auch sonst? Giftwolke. Unbedingt kein Gift. Das würde mich vergiften, oder? Ja, leider schon. Das ist nicht so cool. Na, wir werden schon irgendwie da vorbeikommen. Hat er drei Pokémon? Ne, der hat nur zwei. Dann, gut, dann kriegen wir das irgendwie hin. So. Abschlag wächst und Kabuches. Das musst du jetzt erreichen. Jawohl, sehr gut. Finalschlag, och nö. Jetzt kriege ich nochmal richtig schön Schaden rein. Hätte ich mal Rasierwerk benutzt. Das ist nicht so gut. Okay. Immer noch ein Level-Up dafür. Gut, gut, gut. So, was hast du noch im Petto? Wahrscheinlich noch ein Unicht-Pokémon. So, Giratax. Okay, da kann auf jeden Fall Porenta rein. Das ist dann kein Problem mehr. Das zertrümmert er ohne Probleme weg. So müsste das ja laufen. So, sehr gut. Hauen wir das Ding weg. Und dann schauen wir mal. Aber werden wir so aber nicht so schnell nach Passback schaffen. Wird wohl noch mindestens ein paar dauern. So, du bist auch noch schneller hier. Aber gut, Clownwetzer war leider eine verschwendete Runde. Tut mir leid, das wird dann jetzt sein Ende sein. So, Trimmer ist tot. Und bam. Jawohl, sehr gut. War sogar ein Crit. Ja gut, mein Laufstärke ist das auch kein Problem. Easy Game. Diese Lange interessiert mich allerdings. Ich würde gerne wissen, was das für ein Typ hat. Das wäre mal wichtig zu wissen. So. Ihr Kinder seid eher selbst im Kampf. Das ist ganz schön nervig. Kann sein. Dam, bam, bam, bam. So. Die gehört dir, Capco. Ach, wie? Jetzt soll ich auch bekämpfen. Dankeschön. Vielen Dank, Kopf, für deine Unterstützung. Das ist total klasse. Cleopatra, okay. Ich muss aber erstmal auswechseln, weil Chipsticks ist leider sehr angeschlagen. Da muss ich halt hart wechseln. Geht nicht anders. Level 30 das Ding sogar. Okay, okay. Los geht's. Sandwirbel, das ist jetzt nicht so schön. Die Taktik gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, ich komme da trotzdem ohne Probleme durch. So. Zertrümmerer, bitte mach das Ding bitte platt. Noch einmal. Oh, bitte trifft trotzdem. Das wäre ein One-Hit wahrscheinlich. Oder zumindest ein Two-Hit. Bitte. Ja, gut, trifft. Sehr gut. Und es ist der Two-Hit. Da muss ich noch einen raushauen. Gut. Verteidigung ist auch gesunken. Das ist auf jeden Fall ein Two-Hit. Ich muss nur treffen. Gewissheit gefällt mir nicht. Das wird nämlich Schaden machen. Au. Okay. Treffe ich? Jawohl. Sehr gut. Das Porenta hier bin ich unterwegs. Das gefällt mir. Ist auch ein Crit gewesen. Kein Problem. Kein Ding für den King. Super. So. Und direkt noch ein Level-Up oben drauf. So muss das. Ich würde gerne echt mal die nächste Entwicklung hier mal sehen. Das wäre cool. Mann, du bist ja eine Nervensäge. Warum denn? Will ich gar nicht sein vielleicht. So. Was, wenn Salanga von diesem ganzen Lärm aufwacht? Da bin ich gar kein Fan von. Komm, wir ziehen Leine. Haut einfach mal ab. Was wird denn mit diesem Salanga passieren? Capco, du und Chimpsticks, ihr seid echt der Wahnsinn, ein Wahnsinnsteam. Und du? Ach man, ich kann es auch noch nicht fassen, dass Bettis mich so fertig gemacht hat. Ich meine, ich weiß ja, dass man nicht jeden Kampf gewinnen kann. Na nun? Aber ich will einfach nicht aus dem Kopf, wie er am Ende dastand und sagte, dass ich eine Schande für meinen Bruder sei. Für mich alle, wenn mich alle für einen Schwächling halten, fährt das irgendwann auch auf meinen Bruder ab. Ich will auf keinen Fall, dass Dedeon's Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Er ist schließlich Dedeon der Unschlagbare. Ich glaube, ich muss dir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, Capco. Bis später dann. Dann geh mal ruhig. Was machen wir mit Salanga? Oh, der ist wach geworden. Sorry. Dann geh halt weg und schlingel dich. Tschüss. Okay. Du da, du bist der Trainer mit der Empfehlung von Dedeon, nicht wahr? Hm? Oh, au, das ist... Sieh hier, Papella. Ich bin Papella. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf meine Ligakarte. Auch ein Arena-Leiter hier mit den Feen. Kommt das jetzt direkt? Immer musst du mir mal zeigen, wie stark du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. Geh du erstmal durch. Gott, was für eine Kleidung mit der Figur. Alles klar.
Gut, aber haben wir das schon mal geklärt? Und ich würde sagen, wir sind somit auch durch für heute. Im nächsten Part geht es dann weiter und wir reisen weiter durch Route 6 Richtung Passbeck und versuchen da den vierten Arena-Orden zu starten. Da haben wir die Hälfte schon durch und das sehen wir als dann im nächsten Part, wie wir es geschafft haben. Bis zum nächsten Part also, bis dann und auf Wiedersehen.